Es ist nicht einfach in dieser Liga beim Gegner, der mit einem 5-4-1 auch dann, wie der Kollege sagt, tief stehen uns erwartet, da immer wieder Lücken zu finden. Ich glaube, das bedarf Geduld. Und eine U23 hat per se eigentlich nie Geduld, sondern die wollen immer wieder wie die Pferde und du musst sie irgendwann zurückhalten. Und da sind wir gerade dran. Das Systeme sind, einfach ruhiger zu bleiben in gewissen Situationen und das auch dann gezielt auszuspielen. Das haben wir dann, denke ich, in der zweiten Halbzeit dann noch ein Stück weit besser gemacht. Gerade auch deswegen, weil wir mit Sergio Gomez über seine Position einen zusätzlichen Mittelfeldspieler hatten, der von außen eingerückt ist. Ich glaube, das hat die Kölner dann in der zweiten Halbzeit eher noch vor Probleme gestellt. Und als sie dann umgestellt haben auf ein 4-4-2, war es für uns ein Stück weit einfacher, weil dann wurden die Räume auch dann größer und dann, glaube ich, konnten wir das Spielgeschehen auch dann über unseren Ballbesitz ja, im Nachhinein dominieren. Ich mache es eigentlich sehr, sehr ungern. Aber ich möchte ein Sonderlob ausstellen, nämlich heute für Philipp Hanke, der grippal auch angeschlagen war. Aber ich habe den ja kennengelernt als Außenstürmer oder als Stürmer. Das hat er im letzten Jahr gemacht, hat Tore geschossen. Dann irgendwann habe ich in der Vorbereitung mal gesagt: Mensch, Philipp, du hast so eine Qualität im Ballbesitz, du kannst auch eigentlich in der Mitte spielen. Und was er jetzt auf der rechten Seite hinten zaubert, hätte ich selbst nicht erwartet. Also ja, nochmal großes Lob, gerade auch weil er erkältet war und ein fantastisches Spiel bestritten hat. Insgesamt aber dann auch an alle meine Mannschaften ein Sonderlob, weil. Ich glaube, das ist einfach nicht einfach, wenn du jetzt in 11 Tagen das vierte Spiel am Samstag in Herrenrath angehst. Das musst du erstmal auch körperlich verdauen. Dementsprechend haben wir heute Massimo Anatelli auch geschont, unseren Kapitän, der ein so wichtiger Spieler für uns ist. Aber das wird auch wahrscheinlich andere treffen, weil wir einfach die Kraft brauchen. Wenn wir das nicht machen, dann resultieren Verletzungen. Ich hoffe, dass bei Amongst Pieper jetzt nichts Schlimmes passiert ist. Da hatte ich auch überlegt, ihn vorher rauszunehmen, aber er hat gesagt, nee, Trainer, ich fühle mich doch gut und ja, manchmal hat so ein Trainer ein Gefühl. Ich hoffe, dass da nichts passiert ist. Er sagte eben, auch dort gibt eigentlich grünes Licht. Wir müssen schauen, ob es da für ihn am Wochenende sinnvoll ist oder nicht. Ja, und einfach mit unseren Kräften wirklich haushalten, damit wir die nächsten Wochen wieder kraftvoll angehen können.